Ja, hallo liebe 1000 PS TV-Zuseher, ich bin hier heute am Slowakiering mit meiner G6R1000 von Suzuki und probiere die neuen Dunlop D212 GP Pro aus. Ich bin dir die Reifen ja schon bei der Pressepräsentation in Spanien gefahren im vorigen Winter, aber ich probiere das auch gerne auf heimischem Asphalt nochmal aus, das Zeug, weil es ist ja manchmal so, dass die Hersteller ein bisschen tricksen und uns Journalisten dann speziell präparierte Teile geben. Und hier habe ich ganz normale Stücke aus dem Handel. Bei den Reifen, die ich hier habe, sind quasi schon aus dem neuen Werk, Made in France. Diese neuen Reifen von Dunlop mit den nun einfacheren Mischungsbezeichnungen. Ich habe hier heute relativ harte Mischungen. Vorne eine Dreiermischung, das ist Medium, hinten eine Vierer, das ist eigentlich schon Medium hart. Aber ihr seht vielleicht den Sonnenschein hier, relativ warm heute am Slowakiering. Wir haben hier heute 26, 27 Grad. Bin ich eigentlich schon zu hart unterwegs? Doch es funktioniert überraschend gut. Slowakiering ist ja keine Rennstrecke, die die Reifen schont. Ich habe jetzt hier mal die ersten 10 Runden drauf gefahren. Sieht noch ganz gut aus, das Reifenbild. Ich fahre jetzt noch circa morgen 50 Runden drauf, dann haben wir 60 Runden. Und dann kann ich dann im Testbericht auf 1000 PS schon berichten. Tja, was mir aber nach 10 Runden schon aufgefallen ist, das gnadenlose Handling hat der Dunlop nicht verlernt, auch im Jahr 2013 nicht mit dem D212 GP Pro. Das ist sicherlich das größte Asset an dem Reifen. Man fährt zur Kurve hin, legt um und kippt radikal, aber trotzdem berechenbar, herrlich in den Radius hinein. Da kommt Rennsport-Feeling pur auf. Hier auf der G6R1000, die vom Layout her nicht so radikal ist, eher homogenes Fahren normalerweise, die kippt da wirklich einen Tick schneller in den Radius. Ich habe viele Reifen jetzt schon ausprobiert, Michelin Slick und Profiler, Pirelli Slick und Profiler, Bridgestone Slick und Profiler, und muss sagen, vom Handling in den Radius hinein ist das ungefähr vergleichbar mit dem Michelin, aber einen Nachteil hat dann der Dunlop nicht im Gegensatz zum Michelin. Trotz dieses radikalen Layouts der Kontur ist er vom Setup her hier relativ easy gewesen. Ich habe insgesamt das Setup von den Pirellis gelassen, habe nur hinten ein paar Klicks aufgemacht. Vorne habe ich es so gelassen, wie es ist. Und das Teil hat die Linie perfekt gehalten, hat nicht nach außen geschoben, kein Chattering. Am Kurvenausgang ist es stabil geblieben. Also von der Handhabung her einfacher als der Michelin, aber trotzdem radikales Handling. Das Einzige, wo die Stabilität nicht so hoch ist wie beim Pirelli, war hier über die Kuppen drüber, wo das Vorderrad ja sehr, sehr leicht wird. Da begann die G6R dann leicht zu pendeln, da blieb sie vorher mit dem Pirelli schön stabil, aber es war kein Problem, der Lenkungsdämpfer hat das schön eingefangen. Insgesamt habe ich hier jetzt nach den wenigen Runden, die ich gefahren bin, gleich das Rundenzeitniveau von den mir vertrauten Pirellis erreicht. Im Infield hätte ich gesagt, der Dunlop eine Spur schneller, weil er eben die Linie schöner erwischt, weil ich schöner in den Radius fahren kann. Kurvenausgang ist ein bisschen unfair. Ich habe vorher die weichere Mischung von Pirelli oben gehabt. Direkten Vergleich vermutlich auf einem ähnlichen Niveau, wenn die Mischungen ähnlich sind. Insgesamt bis jetzt super top, neu. Positiv bin ich überrascht, dass das Produktionsniveau hier von den wirklichen Massen, die hier in Frankreich jetzt ausgedrückt werden, immer noch auf dem Niveau sind, wie wir es aus England kennen. Und als nächstes werde ich von Dunlop dann die Slicks ausprobieren. Bis jetzt habe ich noch keine bekommen. Und das ist ja auch leider das größte Manko an den Dunlop-Reifen. Sie sind extrem heiß begehrt, aber leider auch extrem schwer zu kriegen. Und wenn man sie hat, muss man auch noch einen relativ großen, hohen Preis dafür zahlen.